Moin Leute, seit langem melde ich mich mal wieder und wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben uns jetzt eine ganze Ewigkeit nicht mehr gesehen, weil ich hier zurzeit nicht mehr so aktiv war, weil einfach das Geschäft jetzt über den Winter doch deutlich weniger ist. Ne? Unser Hauptgeschäft, was wir gerade machen, ist Gülle holen und Gülle wegfahren. Das machen wir jetzt schon seit eigentlich Anfang Dezember. Jede Woche 2-3 Fässchen. Und deswegen steht aktuell gerade nicht viel an. Wie ihr es ja vermutet habt, ne? Winter, es ist halt einfach nicht viel los. Wir tun gerade hier nebenbei einen Pflug ein bisschen umbauen. Das kann ich euch schon zeigen. Wir werden da nämlich versuchen, von unserem alten Pflug das Stützrad an dem Pflug dran zu bauen. Wir haben geguckt, es müsste funktionieren. Wir brauchen dann nur noch ein paar Ersatzteile. Unter anderem neue Stützräder. Und ja, was gibt's Neues, Leute? Viele von euch haben es mitgekriegt. Wir haben auch, hab angefangen, auf TikTok Videos zu machen. Man kann von der Plattform halten, was man will, aber ich finde es eigentlich ganz okay. Hier ist das Teil. Das hier kommt hier dran, dann kommt da die Stützrad dran. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist einfach nur damit, das ist ein anderes Stützrad. Ich zeige es mal ein bisschen so, ein bisschen genau. Dass das Stützrad, das guckt so weit beim Nachbarn ins Feld rein, wenn man auspflügt. Und das andere Stützrad wird dann hier hängen. Das wird vielleicht ein bisschen besser. Ja? Genau, wir haben auf TikTok angefangen. Dort wächst es eigentlich auch recht entspannt. Ich kann dort nämlich meine Clips, was wir im Stream so die Jahre über gesammelt haben, kann ich dort hochladen. Ich finde, da werden sie ein bisschen mehr gewertschätzt, wie als wenn sie einfach nur auf Twitch vor sich hingammeln. Und hier auf YouTube wird es jetzt bald eine kleine Änderung geben. Ich habe das erste Video, das muss ich noch sauber zusammenschneiden und das wird vielleicht jetzt in den nächsten 1-2 Wochen kommen. Weil wir haben uns im Stream dazu entschlossen, wir machen jetzt im Farming Simulator eine kleine Challenge. Und zwar jeden Dienstagabend wird es eine neue Herausforderung geben. Wir nennen das Ganze Farming gegen Fabi. Und ihr werdet das in der ersten Challenge sehen, da ging es darum, innerhalb von 3 Stunden möglichst viel Gras oder über Gras möglichst viel Geld zu verdienen. Die nächste Challenge, die jetzt diesen Dienstag stattfindet, die wird sein in 2 Stunden vermutlich, wenn es ein bisschen kürzer ist, in 2 Stunden möglichst viel Weizen zu dreschen. Warum bin ich denn so hell? Naja, ich bin erleuchtet. Und dieses Format, ich werde die Videos auch ungekürzt 1:1 hier hochladen. Das heißt, das erste Video davon wird 3 Stunden gehen. Ich verstehe es, wenn sich einer das nicht komplett geben will. Volles Verständnis dafür. Ich habe gedacht, geht für euch in YouTube, laden wir das trotzdem hoch. Ich bin mal gespannt, wie lange das zum Hochladen braucht. Das sage ich euch beim nächsten Vlog. Und genau, und da seid ihr auch recht herzlich dazu eingeladen. Es können jede Woche dürfen 3 neue Teams mitmachen. Es wird immer in 2er-Teams gespielt. Gegen mich und einen meiner Moderatoren, im Normalfall Mick. Außer Mick hat keine Zeit. Und es wird da jede Woche eine neue Bewerbungsfrist geben. Die ist meistens von Sonntag bis Dienstag, bis dienstagsabends. Und dann kann man an der Challenge teilnehmen. Zu gewinnen gibt es so Schlag den Rab mäßig 25 Euro pro Teilnehmer vom Siegerteam. Das heißt, bei zwei Mitspielern zusammen 50 Euro. Und falls ich nicht besiegt werde, gibt es die Woche drauf dann 100 Euro, also 50 Euro pro Spieler. Und wir haben das letzte Woche jetzt ausprobiert und so sagen, ab jetzt geht es in die Vollen. Ne? So, aber so viel mal dazu. Ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Und ich hoffe auch, dass dieses Jahr, dass wir zusammen sehr viel Spaß haben werden. Wir werden sehen, was dieses Jahr alles passiert. Das letzte war ja relativ entspannt, wenig Schäden, gute Erträge, viel Wasser bei uns jetzt hier, nicht zu viel Wasser, was ja dieses Jahr leider nicht überall der Fall war. Teilweise jetzt trocken, teilweise viel zu nass. Und Leute, ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch zusammen. Dieses Mal von Anfang an mit YouTube, nicht erst mittendrin. Dass ihr, die mich jetzt rein hier verfolgt, auch mal mitkriegt, was bei uns das Jahr über los ist.
Und ja, in diesem Sinne, ein gutes Neues. Und wir sehen uns, sobald die Tage wieder angenehmer werden. Weil beim Güllefahren brauche ich mich nicht mitnehmen, da sind wir nur auf der Straße unterwegs. Das darf ich eh nicht so arg filmen. Aber sobald wir wieder fliegen gehen können, geht's wieder weiter. Ne? In diesem Sinne viel Spaß mit die Woche mit diesen Challenges. Guckt auch gerne mal im Stream vorbei. Alle Infos darüber, wie ihr teilnehmen könnt, findet ihr bei uns im Discord. Und habt Spaß, Leute. Bis dann.